Mason Red Tees, Mason Red, Mason Red Tees, Mason Red, Mason Red Tees, Mason Red, Mason Red Tees, Red Tees, Red Tees, Red. Hey, ihr fragt euch bestimmt, okay, gegen was tritt jetzt Mason an? Gegen das Unbekannte? Gegen den X-Faktor? Oder tritt er gegen dieses Ding an, das dann dauernd meinen Socken aus der Waschmaschine klaut? Nein. Der Grund, wieso ich jetzt ein Fragezeichen da stehen habe, ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich hab's gefangen und ich weiß wirklich nicht, was es ist. Es ist nicht der grüne Goblin, da weiß ich, es ist ein Idiot. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich zeig's euch einfach mal, weil ich habe wirklich keinen Plan, was das sein soll. Okay, ihr denkt euch jetzt, okay, das ist doch einfach nur eine Wespe, offensichtlich. Aber das Problem ist, guckt euch das mal an. Ich habe jetzt meinen Finger direkt am Glas. Merkt ihr das? Die ist eigentlich genauso dick wie mein Mittelfinger. Sie geht quasi von hier bis dahin ungefähr. Und ich habe mir gedacht, okay, eine Wespe, die kann doch nicht so groß sein. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist das eine Wespenkönigin? Keine Ahnung, die hat auch so einen leicht roten Kopf, falls ihr das sehen könnt. Ich habe keine Ahnung, ist das jetzt eine Wespe, eine Wespenkönigin? Habe ich jetzt aus Versehen eine Königin gefangen? Aber was zur Hölle ist das? Schreibt mir das bitte in den Kommentaren, die Leute, die sich mit sowas auskennen. Ich würde gerne wissen, was das hier sein soll. Es ist auf jeden Fall wütend. Und wir werden mal versuchen, gegen sie zu kämpfen. You win! Perfect!